Das ist unser Ziel. Hier wollen wir hin nach Schibas. Ich spreche die Stadt mal so aus. Ich weiß nicht, wie sie derzeit ausgesprochen wird. Ich weiß, wie sie in Zukunft ausgesprochen wird. Dann wird sie ausgesprochen Neubolonien oder was halt dem Mann an der Maus, also Juhu, WB, was ihm halt einfällt, wie man Städtenamen erfolgreich verschandeln kann, die man eine Stadt eingenommen hat. Denn im Augenblick wird dort rebelliert. Es wird rebelliert gegen die nicht halt so weise Herrschaft von, was weiß ich was, von den Osmanen, den Franzosen. Nein, es war die nicht so weise Herrschaft unserer Christina. Die Schweden oder Schwedinnen, die hatten Sivas eingenommen, den Osmanen abgenommen. Die Stadt kippte, die Leute sehnten sich nach der Güte des alten, Perlenhutträgers Suleiman zurück. Dem Mann mit, ich würde ihn gerne nennen, zum Beispiel Dr. Doppelfäustchen. So könnte man ihn auch nennen. Der Mann mit dem Rubin auf der Schläfe. Und deshalb hat die Stadt rebelliert und wir flitzen jetzt rüber. Was wir aber jetzt machen müssen, wir haben zwei Dinge von der letzten Forschung, die wir noch uns überlegen müssen. Das eine ist Wohnviertel. Wollen wir die haben? Und wenn ja, bauen wir die jetzt und wo? Die erste Frage schnell zu beantworten. Ja, die zweite ist wo? Gucken wir gleich mal. Und dann dachten wir gerade nach über die Upgrades von den Militäreinheiten. Aber ich glaube, im Augenblick gibt es kaum für nicht viel, wo wir Einheiten upgraden müssten und sollten. Musketiere können wir nicht upgraden. Das kommt in Zukunft. Die Musketenpikeniere sind schon verbessert. Wir haben hier vorne auf der Front gegenüber den Deutschen, haben wir dort eigentlich Bombarden stehen? Eine. Und zwei. Gut, das ist gut. Entschuldigt. Dann können wir nämlich in fünf Runden, wenn wir Aufklärungsballons vielleicht kaufen, Magdeburg knacken oder die Lager zerschießen hier, in Hand umdrehen. Wie stark ist denn der Kollege Rotzbart? Was ist das für ein Nickname? Wer hat ihm den bloß gegeben? Er ist mittlerweile wieder etwas stärker. 540, wir haben 2-3. Die Osmanen haben 609. Peter hat 0. Peter, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde Militärstärke von 0 eher wenig. Also ich habe das Gefühl, er hat das Militär ein bisschen vernachlässigt. Ist so ein Eindruck von mir. Ich bin kein Fachmann, was Militär betrifft, aber ich glaube, das ist eher ein Zeichen von Schwäche, so ein Wert von 5. Das scheint mir unterdurchschnittlich zu sein, ein Wert von 0. Denke ich so. Ja. Also ihn sollten wir eigentlich knacken können. Wir haben auch genug Truppen jetzt schon mal gelassen. Wir können die restlichen auch schon mal runterziehen. Und dann in fünf Runden. Wir hatten uns überlegt, mit dem Gold, das wir ansparen im Moment, einen Siedler zu kaufen. Und den wollten wir kaufen in hier in Obulala. Wir wollten dann zwei Städte gründen. Mittlerweile denke ich mir, das ist gar nicht zwingend nötig. Den Druck, den bauen wir auch so auf. Wir gehen rüber, nehmen die im Handumdrehen ein. Selbst wenn eine Stadt mal fällt zwischendurch, dann erobern wir halt ein paar andere. Und Aufklärungsballons können wir kaufen hier. Ich weiß gar nicht, ob wir einen zweiten Siedler brauchen. Was soll der uns hier helfen, wenn wir hier nur eine Stadt gründen? Brauchen wir nicht, das geht auch so. So viel Druck bauen wir über ohnehin nicht auf. Der See ist dazwischen. 10 Geländefelder weit baut man Druck auf, Loyalitätsdruck, und mit Feld zu Feld wird das abgeschwächt. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Es ist okay, dass wir das gemacht haben. Vielleicht können wir dann auch, wir können dann hier Straßen legen, Eisenbahnen bauen und so Geschichten demnächst machen. Das ist alles okay, aber so stelle ich mir das vor. Also würde ich sagen, wir sparen das Geld für Aufklärungsballons und kaufen demnächst welche. In Schivas einen. Und den zweiten vielleicht sogar schon vorher und greifen dann die Deutschen an. Das sollten wir doch bald wieder machen können. Wir können die problemlos angreifen. Die Frage ist, was bedeutet das finanziell für uns? Nichts. Hier bekommen wir Geld von ihm, 10 Gold, 17 Runden lang, wofür auch immer. Das ist mir vollkommen schnuppe, da will ich. Wir haben 368 plus. Alles kein Ding. Von Süleyman bekommen wir 29. Das ist alles kein Ding. Ja, dann lass uns das da machen. Dann bereiten wir uns jetzt schon auf den Doppelkrieg vor. Die Phase, wo wir friedlich gebaut haben, liegt in Kürze vorbei. Wir haben gesagt, wer weiß, wie lange das dauert. Brechen wir den Angriff auf Kaiser Rotzbart ab. Kein Problem. Jetzt können wir ihn wieder starten. Ihn können wir auch upgraden.
Das ist alles nicht nötig. Wir haben hier die. Komm, so machen wir das. Wir schicken Einheiten auf die andere Seite rüber. Achso, wir wollten auch die Regierungskarten checken. Deshalb machen wir das ganze Theater. Die Upgrade-Karte brauchen wir nicht, die wir uns gerade geholt haben. Bei der Diplomatie brauchen wir eine andere Regierungsform. Kann man alles so lassen. Wenn wir zurückgehen würden zur Monarchie, dann gäbe es auch eine kurze Phase der Anarchie, weil wir von der Monarchie zur Handelsrepublik gegangen sind. Und wenn wir zurückgehen würden, da habe ich keinen Bock drauf. Dann können wir gucken, wie das hier, bekommen wir viel Gold. Können wir im Prinzip lassen, wir könnten das mit den Wechselbanken uns überlegen. Aber wir haben so viele Gesandte, da würde ich dachte, ich bekomme so viel Gold, das können wir auch lassen. Dann checken, aber wir ändern gleich einen Jokerplatz, da kommt gleich was. Wann ist denn der nächste Wechsel bei der Forschung? In? Haben wir noch nicht eingestellt, okay. Weil das ist nicht unwichtig bei einer Jokerkarte, die uns jetzt zur Verfügung steht, mit der wir besser Krieg führen können. Was bringt uns die verbrannte Erde? Gesandte, Generalspunkte, Produktion für Siedler, Plündern. Wir wollten ja eigentlich hier hin, neuer Titel, Gouverneurstitel und dann schnell hier hin. Der Weg führt direkt hier drüber. Massenmedien, Ideologie, verbrannte Erde. Kriegsmüdigkeit sollte bei uns kein Problem sein. Unterhaltskosten für Einheiten werden um 2 Gold pro Runde unter Einheit reduziert. Wir haben sehr viele Einheiten. Das macht Sinn. Da als erstes hin, über die verwandte Erde. Aber voilà. 2 Gesandte mitnehmen, Gouverneurstitel. Dann rüber zu den Massenmedien, dann über die Ideologie hin zu den coolen neuen Regierungsformen. Naturschutz erstmal ignorieren. So machen wir das. So tun wir das. Rein in die Regierungskarten. Wenn wir in 3 Runden Wechsel haben, dann brauchen wir jetzt noch keine Kampfkarte. Denn ich glaube nicht, dass wir in 3... Ach, wo ist die Minimap denn hin? Ich glaube nicht, dass wir schon in 3 Runden hier angreifen werden. Aber wo haben wir es denn? In Chivash? Na doch. Die brauchen wir jetzt sofort, die Karte. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir können mal gucken gehen. Das geht schnell, weil die sind so flink hier. Dann sollten wir das doch machen. Wir haben bei den Joker-Karten, dass alle plus 4 Kampfstärke haben. Und zwar unsere Pikeniere und die drumherum, also die gegen Kavallerie-Landeinheiten und die normalen Landeinheiten, das sollten wir mitnehmen. Ich glaube, die Annehmlichkeiten für Städte mit Garnisonseinheit, die könnten wir vielleicht rausnehmen. Wir werfen mal einen Blick auf den Stadtstatus. Ja, dann hätten wir in einzelnen Städten die Begeisterung weg. In 7 Städten wäre statt Begeisterung glücklich. Glücklich blieben wir überall. Das kann man mal machen. Das wäre möglich. Antio ist natürlich immer den Wohnraum wegnehmen, aber da bin ich skeptisch. Aber es wäre auch möglich, wir könnten auch den Wohnraum. Aber gleich 2 Wohner, den Liberalismus könnten wir mitnehmen, eine Annehmlichkeit. Eine Annehmlichkeit da. Die Rekrutierung bleibt drin. Ich glaube, ich würde dich lassen, den Wohnraum mal weg. Annehmen, wir sind schon so doll und viel gewachsen. Und dann wachsen wir auch in den kleinen Städten. Wir lassen den Wohnraum mal weg. Ist ja nur für kurze Zeit. Und nehmen dann rein die hier. Mehr Kampfstärke. Diplomatie bleibt. Wirtschaft bleibt. Dann checken wir mal, ob wir zusätzlich noch eine Annehmlichkeitenkarte rausnehmen für irgendeine coole Kampfkarte.
Limantanai hilft beim Halten von eroberten Städten, aber plus 2 Loyalität ist nicht so unfassbar viel pro Stadt mit Garnisonseinheit. Das ist nicht entscheidend. Ich würde es so lassen. Wir setzen weiterhin auf die Annehmlichkeiten. Wir nehmen vorübergehend, bremsen wir das Stadtwachstum aus, nehmen einen auf Kampfstärke, machen. Den Rest lassen wir, wie es ist. Ich glaube, für den Angriff auf die Stadt... Ach Quatsch, wenn man das anders... Ich glaube, ich kann man selbst mit viel Fantasie nicht vorstellen, dass wir die Kleinen mit der riesigen Übermacht ihn nicht auch so fertig gemacht kriegen ohne die Karte. Wir lassen es bei der alten Wohnraumkarte, dann müssen wir auch nicht rumpuzzeln und überall alles verändern. Bleibt alles, wie es ist. Das schaffen wir auch so. Da sollten wir selbstbewusst rangehen. Handelszentrum fertig in Eiserner Villa. Nächster Schritt wäre ein Marktplatz. In Hufeisen ist die Uni fertig. Schrein, 4 Glauben mehr ginge ganz fix. Kornspeicher für Wohnraum würde helfen, wenn demnächst die Wohnraumkarte wegfällt. Wir wollten Ausschau halten nach Wohnvierteln. Ein Wohnviertel dauert hier 9 Runden. Der Kampf, der noch nicht gebaute Kornspeicher 2. Dann machen wir es erst mal mit dem Kornspeicher. Brauchen wir nicht kurzfristig und dann sind wir da schon mal abgesichert. Das geht so fix. Posen. Wohnraumprobleme noch nicht. Mittelalterliche Mauern brauchen wir nicht. Bank würde viel Gold mehr bringen. Dauert verhältnismäßig, geht auch recht fix. Wir könnten auf Vorrat mal wieder Handwerker anbauen. Bombarden dauern von hier zu lange bis zur Front. Spione lassen wir auch mal weg. Wir haben die freie Auswahl. Wir können einen Handwerker anbauen zum Beispiel, um den dann im Fall des Falles schnell fertig zu haben. Aber ich glaube, wir setzen mal auf die Bank. Kasan, archäologisches Museum. Abgeschlossen. Jetzt kann man den ersten Archäologen bauen. 24 Runden. 24 Runden, wenn wir ihn kaufen würden. Also den kaufen wir. Kaufen natürlich auch nicht nur Militärsachen. 1,6 kostet er. 4, die wollen uns doch veräppeln. Ja, die Stadt hat halt kaum Bevölkerung. Wohnraum brauchen wir nie und nimmer ewig und reit. Ach komm, wir bauen ihn. Dann bauen wir ihn halt. Jawohl, dann stellen wir den Archäologen ein. Irgendwann wird er ja fertig sein. So. Jetzt geht's hier rüber. Jetzt checken wir mal, ob wir irgendwo in einer Stadt ein Wohnviertel vorziehen. Hier ist ein Handwerker drin. Den bremsen wir mal ein. Und machen das mit dem Sanitäter. Oh lala, natürlich. Ja. Beziehungsweise das Bild einer Sanitäterin. Das ist eine gute Idee. Hier ist das Amphitheater. Wir machen mal die Mehrfachliste ein und wir gucken mal, ob irgendwo noch ein Handwerker im Augenblick drin ist, ob wir den vergessen haben von der letzten Aktion. Und stellen fest, dass nicht. Alles gut. Händler, keiner da. Noch ein Sanitäter wäre nicht schlecht. Das ist der Sanitäter für den Osten. Für hier. Besser wäre hier, aber hier entstehen wichtige Geschichten. Die Stadt hat kaum... Hier die hat Augsburg. Hier entsteht eine Werkstatt. 6,3. Und Berlin 11,5. In einer Runde das Monument fertig. Wenn wir hier einen Sanitäter bauen würden, 28 Runden. Und wie teuer ist er im Kauf? 1,4. Ja, das ist schon ein bisschen teuer. Dann können wir den immer woanders doch schnell bauen. Hier unten, Sanitäter sind doch auch flink, glaube ich. Ich glaube, die sind ganz, ganz schnell.
Ich behaupte, Sanitäter sind flink. Zwei Fortbewegungspunkte. Okay, war ein Versuch. Hier entsteht eine Fabrik, Amphitheater. Das sind die, ich check mal die produktionsstarken Städten. Thermalbad, Kornspeicher. Das wäre eine Möglichkeit. Von hier sind wir auch schnell drüben. Sanitäter, 26 Runden. Sag mal, Leute, was macht ihr denn? Warum brauchen die denn so unfassbar lange? Hier, wir lassen mal die, wir schauen uns die an, die lange dauern. Thermalbad, obwohl das Thermalbad boostet auch alles drumherum. Wohnviertel dauert hier auch lange. Hier dauert ein Wohnviertel, 9 Wohnraum. Kornspeicher in 2 Runden fertig. Geht auch schon, ist fast fertig. Lassen wir durchziehen. Wohnviertel ist ja kein Selbstzweck. Fabrik. 2 Runden Amphitheater für Kultur. Wohnraumprobleme keine. Ein Sanitäter dauert 14 Runden, auch lange. Hier wird eine Bank gebaut in Posen. Sanitäter dauert 8 Runden. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnten wir machen. Einmal einen Sanitäter, obwohl der braucht ja auch ewig, bis er da ist, ne? Oh, es geht. Doch, der braucht lange. Den kaufen wir irgendwann. Das ist Quatsch. Bis der an der Front angekommen ist, das ist vollkommener Unsinn. Den müssen wir irgendwann vorne mal bauen. Kaufen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Hier Richtung Osten, das macht Sinn, aber hier nicht. Händler, Kohlekraftwerk, da müssen wir auch nicht nach Wohnviertel gucken. Hier entsteht, glaube ich, ein Staudamm, das ist auch klug. Ich glaube, wir lassen alles so, wie es ist. Thermalbad ist wichtig für die umliegenden Städte. Amphitheater ist fast fertig. Wir lassen alles so, wie es ist. Jetzt kommt der Angriff hier. Wir brauchen die Bombarden für den Angriff. Wir brauchen robuste Einheiten. In 6 Runden fällt die Stadt, die einen Angriff aushalten würden. Lager ist hier unten. Der Angriff würde sich empfehlen über diese beiden Felder. Das ist das Topfeld zum Angreifen. Nicht über den Fluss hinweg, fernab der Schussstärke des Lagers. Lagers schießt 2 Felder lang. Die Felder können vom Lager getroffen werden. Das kann vom Lager getroffen werden. Das zwar nicht, das aber schon. Hier hätten wir Flussangriffsbonus. Topfeld 1 für den Angriff, Topfeld 2 für den Angriff, Topfeld 3, Topfeld 4. So, jetzt gehen wir erstmal gucken. Die sind hier flink. Die sind auch schnell wieder weg. Warum konnten die denn hier nicht direkt rüber? Mal gucken. Eine Bombarde. Zweite Bombarde. Musketieren, Bombarden sind eigentlich am wichtigsten im Moment. Der löst sich jetzt auf und Salz kommt dazu. Das war die Heldentat. Dafür haben wir ihn die ganze Zeit mit uns geschleppt. So lange. Dafür, dass jetzt hier Salz entsteht.
Also, das ist das Wachstum ausgebremst. Das hat, glaube ich, nur drei Aktionen. Die beiden geben wieder einen Wohnraumpunkt. Den Kahuka-Hügel haben wir noch nicht gebaut. Geht mal gerade auf. Der bleibt hier erstmal ein bisschen außen vor und guckt sich die Sache an. Na, und wie sieht's hier so aus? Sehr aufregend. Mehr Wohnraum benötigt in Augsburg. Ja. Abhauen, ein Krieger kommt! Das ist der Dampf, diese dampfbetriebene Schaufensterpuppe, über die wir schon geredet hatten. Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen war. Ich kann mich selbst nicht erinnern. Es scheint mir alles... Hier könnten wir unten rumlaufen und die mal ein bisschen so von unten tyrannisieren. Sachen ausspionieren und so. Komm, das machen wir. Wenn wir da überhaupt durchkommen, das weiß ich gar nicht. Was denn das hier? Ah, ein Weltwunder. Kommt man da überhaupt durch? Sollen wir noch einen nach links schicken? Ach, das sind so viele. Bleibt, wo er ist. So, das ist wichtig. Und den schicken wir jetzt, damit es eine schnelle Handelsroute, eine schnelle Straßenverbindung gibt. Hierhin. Nach Obolala. Verbinden Obolala mit Eshtagom. Klappt das? Ja. Die Straße wird dann wahrscheinlich hier hingezogen und dann hier oben rum. Denke ich mal. Oder durch Kahokia durch. Das wäre irgendwie doof. Ich weiß es nicht. Oder müssen wir hier links... Wir können auch Naturschatz anbinden mit der Straße. Das ist mir aber nicht so wichtig. Hier sind... Ja, haben schon alle Straßenverbindungen. Da kann man mit arbeiten. Na, lass uns das mal machen. Ich weiß nicht, was... Wir können ja gucken dann, welche Straße uns das Programm in Anführungszeichen vorschlägt. Wir erstmal rüber hierhin. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Oder wir bauen hier rüber eine zu den Franzosen. Ich weiß es nicht. So. Damit hatten wir, glaube ich, viel Geld kassiert, indem wir von hier aus rüber geschickt haben zu den Georgiern. 20 Gold brachte das hier zum Beispiel. Das ist schon sehr heftig. Das würde ich gerne weiterhin machen. Von Buda aus. Hier wird eine Stadt gegründet. Kannst du mal da drauf stellen. Alles angeschlossen? Nee. Der wollte noch hier hin. Und der hier oben? Der wollte, glaube ich, hier einen Kahokia-Hügel bauen, wenn ich mich recht entsinne. Von wegen Annehmlichkeit und so ein Zeugs. Oder bringt... Oder Wohnraum. Zwei Annehmlichkeiten für den... Für Kasan. Eine Annehmlichkeit hierdurch. Jetzt holen wir uns noch eine zweite. Ist das das bestgeeignete Feld dafür? Es gibt keine gut geeigneten Felder dafür. Doch, man könnte... Kann man hier einen Kauker-Hügel bauen? Ich glaube nicht. Was ist das hier? Vulkanerde. Ei. Das ist natürlich sehr cool. Aber die Annehmlichkeit bekommen wir auch dann, wenn wir den nicht bewirtschaften. Insofern machen wir das auf jeden Fall.
Und runter. Kohle! Unbedingt her mit der Kohle. Deshalb ja auch Naturschatz. Das ist, weil wir die Natur als unseren Schatz begreifen und weil wir die Natur gerne ihre Schätze nehmen. Na, das klingt so hässlich. Ihre Schätze entdecken und für uns nutzen. Anders formuliert, weg mit dem Wald, reiß die Kohle aus Mutter Erde heraus, lass sie uns verbrennen und verheizen. Es ist viel zu kalt hier, wir müssen die Erdatmosphäre ein bisschen auf Touren bringen. Das ist unser Programm hier in Naturschatz, dafür sorgen, dass Naturschutz eindeutig falsch geschrieben wird, es der ganzen Welt zu zeigen, das U muss gegen das A ausgetauscht werden. Das ist ein Rechtschreibproblem, aus dem ein ökologisches Problem vielleicht mal einst erwachsen wird.